Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Factorio. Ich bin wieder da und ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Sieht so aus, als hätten wollten wir hier den Bahnhof vergrößern. Ich glaube, das hatten wir oben auch schon gemacht. Kurz gucken. Ja, sieht so ein bisschen so aus. Ich muss mal die erweiterte Ansicht wieder einschalten. Die tut er irgendwie immer wieder deaktivieren. Na gut, dann machen wir hier gleich mal weiter. Es wäre nichts gewesen. Das packt man nämlich hier hin. So. Damit er hier dann auch endlich wieder richtig arbeiten kann. Da ich ja die Programmierung von den Ärmchen schon geändert hatte, haben die alle nichts mehr gemacht. Aber jetzt sollte es wieder laufen. Naja, sobald die voll sind, läuft es wieder. Weil hier ist schon alles voll. Wo kommt denn der Roboter her? Ja, kommt zu mir. Okay. Haben wir den gemacht, dann ist als nächstes, glaube ich, der hier dran. Genau, hier haben wir nämlich noch nicht erweitert. Das machen wir dann auch gleich als nächstes. Haben wir dafür noch Zeug mit? Oh Gott, habe ich jede Menge Munition einstecken. Mal zurücklaufen hier. Das Ganze in den Panzer stecken. Weil, was soll ich mit dem ganzen Zeug? Nix, genau. Haben wir noch mehr? Na, hiervon die Hälfte kann noch mit rein als Reserve. Okay, falls Angriff kommt, können wir uns wehren. Der Mast steht hier ja geil. Perfekt. Ist der Zug automatisch eingestellt? Nee, der ist noch auf manuell. Was haben wir denn hier überhaupt eingestellt? Unter 50.000 Eisenerz in der Basis. Und 60 Sekunden vergangen. Okay. Würde ich sagen, dann fahren wir mal wieder zurück. Oder? Fahren wir jetzt zurück? Wie viel Eisenerz ist hier drauf? Unter 50.000, das passt. Wartet er jetzt noch seine 60 Sekunden? Wahrscheinlich. Na gut, ich schicke den schon mal auf los. Will jetzt hier nicht so lange warten. Muss ja dann noch das Kupferding auch noch machen. Das wollen wir ja auch noch auf 4 Waggons erweitern. Und danach ist der Plan, denke ich mal, dass wir die Schmelzen ausbauen und die roten Schaltkreise ausbauen. Davon brauchen wir auf jeden Fall auch noch ganz bisschen was. Ja, hier, jetzt kommt hier was an. Wunderbar. Wie viele Roboter arbeiten da? Rob, sehe ich nicht. Roboter, wo seid ihr? Ach, da unten. Ja, ja. Okay, da sind noch ein paar übrig. Also der nimmt noch nicht alle verfügbaren Logistikroboter. Das ist schon mal gut. Da haben wir noch genug. Ja, genau, und dann macht er sich auf den Weg. Achso, Kupfer kommt? Ne, weil wir Kupfer genug haben, deswegen. Ja, okay. Ich muss mir mal gucken, ob unsere Fabrik einwandfrei arbeitet. Hier stapelt sich ja die Materialien, da haben wir schon mal kein Problem. Obwohl Kupfer ist schwierig, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, das hat alles genug. Das hat auch genug. Arbeiten die hier? Sieht gut aus, da kommen ganz paar rote raus, so wie wir mal das wollen. Aber hier arbeitet nicht alles, weil nicht genug Kupfer ankommt. Okay, das reicht nicht ganz. Kommt hier ein volles Band an, so ziemlich, ja. Wie macht man das da? Müssen wir irgendwie mit roten schon mal arbeiten. Hol ich mir die schon. Und dann tun wir das da ein bisschen aufwerten. Brauchen wir hiervon ein paar. Davon ein paar. Und davon ein paar. Okay. Lege ich mir jetzt hier auch schon mal auf die... Slots, auf die das gehört. Was? Das wollte ich gar nicht. Geh weg. Mach dich fort. Der sollte dahin. Der soll hierhin. Genau.
Gut, das sollte reichen. Slot ist reserviert, genau. Das war mit das Problem. Dann verschnellern wir den ganzen Spaß hier mit mich. So. Dann sollte hier mehr Kupfer ankommen. Ah, der wertet das gleich komplett auf. Das ist sehr gut. Und das reicht aber auch, wenn wir das bloß bis hierhin beschleunigen. Weil ein volles Band, es ist ja dann fast voll sogar, was hier übrig bleibt, reicht dann für hier unten. Okay, dann haben wir jetzt wieder die auf volle Pulle. Und ich habe natürlich wieder vergessen, Grafikkarte runter zu takten, aber diesmal mache ich das mal schnell. Okay, und da bin ich wieder. Ich habe mal die Übertaktung von der Grafikkarte runtergenommen. In der Hoffnung, dass das der Grund für die Grafikfehler war. Und dass wir dann jetzt gut sind, quasi. So, hier kommt jetzt genug an. Das sehen wir. Aber das läuft noch nicht ganz hier. Warum läuft das nicht ganz? Ach, genau, wir hatten auch schon... Ja. Wir können ja schon die Maschinen Stufe 3 bauen. Fällt mir gerade ein. Das machen wir dann doch auch glatten Weges. Die Maschinen Stufe 3. Wo seid ihr? Meine Freunde. Hier ist Produktion. Nee, können wir noch nicht. Warum? Achso, forscht gerade. Ja, wunderbar. Sobald das fertig ist, können wir das dann hier fast verdoppeln, indem wir das auf Montagemaschinen 3 aufwerten. Dafür müssen wir aber... Wir sollten noch ganz paar Robohanger bauen und die ganze Fabrik mal abdecken mit Netzwerk. Mit Robo-Netzwerk. Damit ich endlich anfangen kann, überall die lustigen Roboter zu verwenden. Weil jetzt müsste ich nämlich die Geschwindigkeitspakete hier hinter packen, wo man die, die Montagemaschinen 2 bauen. Ich glaube, da ist das ganze Material, was wir für die Montagemaschine 3 brauchen. Oder wir schicken die rüber. Ich muss mal gucken, was sich am besten macht. Aber das kann ich natürlich erst, wenn das fertig ist hier. Was macht man in der Zeit? Wir schnappen uns, haben wir schon geschnappt, Effizienzmodule. Ich sehe sie gerade nicht, doch Hammer. Haben wir. Effizienz 2 können wir auch schon machen. Dann tun wir uns die Produktion hier nämlich schon mal aufbauen für Effizienz 2. Kommt hier runter auf jeden Fall. Upp. Auch bloß 2 Maschinen, das muss erstmal reichen. Können wir einfach ganz genauso hinstellen, wo wir mal angegriffen. Weiß ich nicht. Irgendwo hier. Aber kann nichts Schlimmes gewesen sein. Ja, hier unten, die sind wieder im Bereich. Die hier sind noch. Ich war ja vor uns erst eigentlich. Die hier oben, das ist nochmal ein bisschen gefährlich. Aber da kümmern wir uns noch drum. Wir könnten dann auch die ganzen Schmelzen mal von Kohle auf Elektro umstellen und mit Effizienzmodulen vollstopfen. Das werde ich auch tun. So, hier müssen wir rausmachen. Am besten ins Weiter hier so. Ne, du nicht. Ich wollen wir nicht, danke. Aha, 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 der da weg. Kommt der hier runter, der hier rüber. Und hier kommt noch einer. Wer kommt da? Da kommen die Roten, ne? Genau. Die Roten sind hier. Die sind noch nie das unterste Glied dieser Kette, aber das macht nichts. Ich glaube, das passt so. Einstellen. Geht das schnell oder geht das langsam? Okay, das geht unglaublich langsam. Wunderbar. Dann nehmen wir hier doch glatt die langsamen Ärmchen. Nein, passiert ja eh nichts, ne? So. Kurz Nase kratzen. Strom ran. Ja, die hätte ich besser spacen müssen. Platzieren. Dann hätte ich nicht ganz so viele Strommasten gebraucht. Das sieht jetzt schon wieder unschön aus. So, die brauchen wir ja nicht. Machen wir so.
Wollen wir das überhaupt? Ich weiß nicht, ob wir die noch irgendwo anders brauchen, deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht. Sondern die kommen einfach bloß in eine Kiste rein. In eine Anbieterkiste, passiv. Hier, biete an. Ist kein Roboport da, ich weiß. Das ist auch noch so ein Problem. Okay, so viele Unterbrechungen gerade noch. Aber jetzt ist hoffentlich wieder alles gut. Also es fehlt auf jeden Fall noch an den roten Schaltkreisen. Tja, die Forschung ist aber gleich fertig. Dann können wir die deutlich beschleunigen. Dann wird uns wahrscheinlich das Material nicht mehr reichen, weil die essen doch ganz schön was weg. Man sieht es auch hier am Plastik. Plastik brauchen die auch jede Menge. Na komm, werd fertig. Damit ich endlich sehen kann, was die Montagemaschinen 3 brauchen. Hier geht's auch schon los. Oh, da sind doch schon welche drin, sehr gut. Ah, eins. Okay, ich habe ja ein paar von den Einsern einstecken. Die nehme ich mir jetzt gleich mal und stopfe die in die Minen da. Genau. Dann brauchten wir noch welche. Achso, das haben wir noch nie geforscht. Ja, die Module auf Stufe 3 brauchen wir für die beste Rüstung. Das werden wir auch irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Dann stopfe ich mir die Rüstung auch mit Exoskeletten, mit Schilden und mit... Wo sind sie? Hier. Mit Schilden und mit allem möglichen voll. So, ja, alles rein. Ah, ist fertig. Wunderbar. Jetzt könnten wir hier auf Logistik 3 gehen. Was brauchen wir denn eigentlich? Die Energieschilder-Rüstung auf jeden Fall, ja. Die ist wichtig. Was haben wir denn noch Hübsches? Batterieausrüstung, das ist jetzt nicht so wichtig. Die Forschungsgeschwindigkeit ist auch noch nicht so wichtig. Bergbauproduktivität, bei wie viel sind wir denn? Bei Scanner. Sündigen Robohangar 2. Also der juckt mich schon, ne? Muss ich schon sagen. 100 Prozessor. Das ist auch wieder so teuer, ne? Aber der ist interessant. Doch, den möchte ich haben. Der ist wichtig. Dann habe ich nämlich Platz in meiner Rüstung für Schilder. So, ich mache jetzt hier überall die Effizienzdinger rein. Die verringern nicht nur den Energiebedarf, sondern auch die Umweltverschmutzung. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Dadurch können wir das Gebiet verringern, indem wir uns verteidigen müssen. Natürlich wird sich das Gebiet demnächst erstmal nochmal vergrößern, einfach weil wir uns immer mehr ausbreiten. So, als nächstes... Die Automatisierung war fertig. Jetzt tun wir die Montagemaschinen 3 bauen. Das sind einfach 2 Montagemaschinen und 4 Geschwindigkeitsmodule. Das ist ja okay. Dann schnappe ich mir mal schnell die roten Schaltkreise hier, damit ich Robobots bauen kann. Robobots. Brauche ich noch Zahnräder? Die stehen hier rum. Lalalalalalalala. Noch einer, noch einer. Okay, dann haben wir die Roboports. Die müsste schon einer im Inventar rumschwirren irgendwo. Sehen bloß, ne? Hier ist er. Wir brauchen das orangene Gebiet. Und wo nehmen wir die denn am besten? Hier brauchen wir demnächst keine Vergrößerung vom... Könnte man hier hinbauen. Bauen wir mal hier hin. Okay. Der müsste jetzt hier irgendwo hin. Da ist kein Platz. Dann kommt der hier hin. Oh, da war schon wieder der Fehler. Obwohl ich die Übertaktung rausgenommen habe. Also liegt es wahrscheinlich nicht daran. Na gut, hätte mich auch gewundert, weil ist in keinem anderen Spiel. Reicht uns das? Bis wohin müssen wir denn? Bis dahinter. Wir haben noch einen.
Oh, das reicht gerade so. Das reicht gerade so. So hin kann ich den nehmen. Bis hier. Da wäre uns das Band im Weg, aber das macht nichts. Das reißen wir einfach weg. Muss auch mit Untergrund lang. Das ist ja kein Problem. Ja, bitteschön. Untergrund. Diese verbunden. Wie viele Logistikroboter? Keine. Gut. Jetzt einer. der wird's richten. So, passive Anbieterkiste. Da hinten. Und ich bringe die hier rüber. Dann habe ich alles hier. Das wäre eigentlich ganz cool. Machen wir mal. Okay, ein Strom. Nein, weil er was angegriffen hat. Okay. Stimmt, Strom müssen wir bald auch mal wieder ausbauen. Da habe ich mir jetzt so lange nicht mehr drum gekümmert. Da sind wir bestimmt schon. Das ist bestimmt schon schwierig geworden. Nur ein Stack, bitte. Oh, Elektrizität ist schlecht. Oh. Okay, da müssen wir nochmal was machen. Das ist nicht gut, okay. Ja, Elektrizität ist wichtig, wir sehen es gerade. Ich habe natürlich wieder mal nicht geguckt, ob die, wie die Werte sind. Also das Verhältnis zwischen Solarpanels und Akkumulatoren. Deswegen werde ich das weiter so lala machen. Der kommt hier hin. Eine Nachfragekiste oder Anforderungskiste. Hier hin. Dann zwei solche. Hier wird angefordert. Geschwindigkeitsmodul 1. 10 Stück. Machen wir 20. Das sind für 5 Maschinen. Okay, du lädst wieder aus. Ebenfalls in einer. Ach nee, nicht ebenfalls, aber in einer. Was bist du? Anbieterkiste, genau. Strom ran, dann sagen wir hier, das sind Montagemaschinen 3. Natürlich plus ein Stack, ne? Wir wollen jetzt hier nie unendlich viele davon haben. Jetzt lassen wir noch ein paar Roboter los auf den ganzen Spaß. Da hat man hier drüben die stehen, genau. Oh, viele, schön. Oh nee, nicht alle, warte mal. 100 müssten erstmal reichen. Okay. Waren das 100? Könnten sogar mehr gewesen sein. Egal. Auf jeden Fall schaffen die jetzt hier das Zeug rüber. Schaffen die ganze Strecke mit einer Aufladung? Cool. Sehr gut. Ja, die Produktion ist echt schnell. Aber wir haben nicht, wir produzieren nicht so schnell die Module. Vor allen Dingen fehlt uns immer noch hier, ne, rote Schaltkreise sind echt ärmlich dran. Wo sind die Maschinen? Ich glaube, die sind so energieeffizient, da müssen wir mal gucken. Steht natürlich nichts dabei. Was haben die für eine Umweltverschmutzung? Umweltverschmutzung 1,8. Was haben die hier? Oh, 2,4. Nett. Ja, die sind effizienter. Die brauchen, glaube ich, mehr Strom. Aber das ist nicht so schlimm. Dafür verbrauchen sie nicht so viel Zeugs. Umwelt, was weiß ich. Okay, dann können wir das hier gleich mal aufwerten. Da hier sehen wir, dass hier mal was losgeht. Kann man einfach drüber setzen, das ist das Coole. Und schon geht das hier deutlich schneller. Müssen dann aber erstmal gucken, ob das denn hier noch reicht, was hier ankommt. Das sieht nämlich nicht so aus. Was brauchen wir als nächstes? Was hat man jetzt eigentlich geforscht? Ein Robohangar, ach cool. Den Robohangar. Was machen wir denn jetzt?
Granaten? Die sind noch günstig. Bergbau. Geschützturmschaden ist auch günstig. Laserturm, Feuerrate ist günstig und die... Ja, ich mache erstmal die Lasertürme. Die sind nicht so teuer. Die brauchen die teuren Pakete nicht. Wir haben noch die Verteidigungspakete und den anderen gab es alles, ja, haben wir. Hier, man sieht von den Bäden, von dem Produktions- und von dem Hightech-Paket haben wir nicht so viel. Aber ich glaube, die hängen nämlich beide an diesen. Und kommen deswegen nicht gut weiter. Sollen wir schnell gucken, was die brauchen? Woran das scheitert? Hier ist nichts los, weil... Das haben sie. Ja, die Grafikfehler sind leider immer noch da. Liegt vielleicht an der Aufnahme, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte ich in die Vollbild aufnehmen. Was fehlt denen nochmal? Denen fehlt... Ach, die Prozessoreinheiten, ja. Da könnte ich natürlich einfach mal mehr bauen. Nochmal so 2 Stück. Da war ich ja am Anfang sparsam mit. Weil wir kein Zeug hatten. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen was. So, und können wir das einfach mal aufbauen? Was hat man hier? Die langsam. Achso, genau. Nein, das war falsch. So. Okay, den Anschluss hier für das Rohr. Du hier kannst weg. Ach genau, ich wollte Strom aufbauen. Sollte ich auch schnell machen. Halt, der hier steht falsch und der auch. Weil da kommt ja das Rohr hin. Okay, dann halt da unten. Muss der noch eins weiter? Jetzt geht's. Wunderbar, das funktioniert. Jetzt brauchen wir mehr grüne Schaltkreise, wie es aussieht. Gehen wir gleich mal gucken. Da werden eigentlich ordentlich gebaut. Wissen die, warum die dann jetzt fehlen? Braucht der hier so viele? Ne, der braucht gar keine mehr, weil er nichts mehr kriegt. 6, okay. Die arbeiten hier auch volle Pulle. Nicht genug Kupfer. Jetzt geht's los. Kupfer fehlt. Brauchen die dritte Kupferleitung. Ja, das ist dann die nächste Aufgabe. Machen wir gleich. Dritte Kupferleitung hier hin. Und die legt man dann irgendwie hier rum. Ich weiß noch nicht genau wie. Das ist alles ein bisschen zu eng gebaut eigentlich. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Vielleicht müssen das die Roboter runtertragen. Wäre auch doof. Naja. Okay. Wo waren wir? Wir können die 6 Maschinen mal schnell anbringen. Dann sind wir nämlich hier schon mal fertig. Das hilft uns jetzt nicht, weil es im Moment am Kupfer mangelt. Was aber unbedingt nötig ist, ist auf jeden Fall nochmal Solar aufbauen. Das werde ich jetzt auch tun. Da schnappe ich mir das Zeug hier nochmal aus den Kisten. Hier und ich glaube hier unten, genau. Und dann tun wir echt nochmal richtig ordentlich Solar hinsetzen. Dafür brauche ich noch ein paar Umspannwerke. Da fehlt es an Stahl. Haben wir hier. Okay. Gut. Sollte reichen. Und dann gehen wir mal gucken. Hier ist nämlich alles tot, weil wir zu viel Strom verbrauchen. Ah, schön, dass ich Roboter habe. Das ist ein Traum. Halt, das war falsch. Obwohl, bleibt so. So in Ordnung. Braucht dann aber in Massen.